otázky. Willkommen hier in Rana zum heutigen Entscheidungstag. Es stehen die Finalspiele und die Bronzespiele auf dem Programm. Als erstes sehen wir das Bronze-Medal-Game der U18-Europameisterschaft hier in Rana. Es treffen die Teams aus der Schweiz auf Tschechien. Es gab dieses Gruppenspiel bereits schon. Die Schweiz gewann dieses Spiel mit 3:2. Nachdem sie 2:0 geführt hatten, mussten sie den 2:2 Ausgleichstreffer hinnehmen, konnten aber eine Minute vor Schluss den entscheidenden dritten Treffer erzielen und somit zum allerersten Mal die Tschechen bezwingen an einer internationalen Ernstkampf. Heute wäre es zum zweiten Mal erforderlich, um eine Medaille mit nach Hause nehmen zu können. Die Tschechen haben sich im Verlauf dieses Turniers gesteigert. Sie haben gestern gute Spiele gezeigt. Es wird sicherlich nicht einfach werden, den Schweizern nochmals solch ein Exploit zu ermöglichen. Es braucht viel Arbeit von den Schweizern, aber machbar ist es. Das hat dieses Gruppenspiel gezeigt. Die Schweizer sind bereit, dieses Kunststück zu wiederholen. Sie möchten unbedingt mit einer Medaille nach Hause. Nach diesem tollen Auftritt hier in Rana, welcher diese Mannschaft hier gezeigt hat, wäre es auch absolut verdient, hier dieses Turnier mit einem absoluten Höhepunkt beenden zu können. Auch heute startet im Tor erneut Sven Rüegg. Er hat eine gute Europameisterschaft gespielt. Er hat sich dieses Vertrauen für dieses Spiel absolut verdient. So, alles ist bereit hier in Rana. 2x20 Minuten stehen uns bevor.
Es geht um die Bronzemedaille. So, erstes Pulli gewonnen. Dominik Brack an der Scheibe. So, die Schweizer kommen jetzt dann sicherlich hinter ihnen aus, lassen sich Zeit, warten auf den richtigen Moment. An der Unterstützung fehlt es auch heute nicht. Guter Teamgeist, der hier in Ruana herrscht. Beide Teams unterstützen einander immer wieder bei ihren Spielen. Jetzt ist es die Damen-Nationalmannschaft, welche auf der Tribüne für Stimmung sorgt. So, die zweite Formation ist nun auf dem Feld. Beim Bulli Marco Casanova zusammen mit Jill Kessler, Sven Rohner und Fabio Waschun. Ohne Probleme, hier Sven Rüegg, auch beim zweiten Abschluss. Kein Problem. Er zeigt sich auf der Höhe an diesem schönen Sonntagmorgen hier in Ruana. Die Temperaturen sind etwas frisch, aber das Wetter ist heute herrlich hier in Ruana. Warten geduldig. Warten, bis der Gegner einen Fehler macht. Das war bereits ein Mittel im Gruppenspiel. Die Tschechen sich etwas einfalllos gezeigt jeweils bei solchen Situationen. Mal schauen, ob sie was daraus gelernt haben. Der Schuss kann geblockt werden von Marco Casanova. Es geht. Er hält die Scheibe in den Schweizer Reihen. Jetzt zu Fabio Vascioni. Es wird sicherlich ein Geduldsspiel werden für die Schweizer. Aber das zeigen sie zu Beginn in den ersten 2,5 Minuten, dass sie diesen Geduld haben. Schöner Zuspiel von Markus Steger. Erster Abschluss der Schweizer. Jetzt aber 2-1 Situation. Solche Situationen sollte man nicht viele zulassen. Der Abpraller ist wieder jetzt. Fast hätte hier jetzt Markus Steger eine 2-1-Situation zugunsten der Schweizer auslösen können. Ist noch ein Tscheche dazwischen gekommen. Aber solche 2-1-Situationen gilt es zu verhindern. Das ist eine Stärke der Tschechen. Wenn man ihnen genügend Platz gibt, wenn man ihnen Zugang gibt zu den gefährlichen Zonen, dann wackeln sie meistens nicht lange. Muss hier Rodemat Nils Raum zumachen. Hat er noch geschafft. Auch hier gilt es wieder Geduld zu haben. Wie so oft. Auch hier klärt Sven Rüegg zur Seite. Die Schweizer sind im Scheibenbesitz.
Lukas Harder hier im Zweikampf. Kann hier Odermatt Nils profitieren? Oder sein Runder ist inzwischen auf dem Feld. Jetzt gilt es nachzusetzen. Dranbleiben, Sven. Welche gilt hier für Marco Casanova? Keinen Raum geben dem Gegner. Und hier hat der Scheibe die Latte gestreift. Ein erstes Mal ein bisschen Glück für die Schweiz. Aber nochmals gut gegangen. Gespielt sind 4,5 Minuten. Nach wie vor 0-0. Auch hier schaffen es die Tschechen, doch noch in die Zone reinzukommen. Zwingen hier Sven Rjöck zu einer Parade. So, hier kann Lukas Harder davon ziehen. Er hat ja positive Erlebnisse von den gegen die Tschechen. 3 Tore hat er erzielt im Spiel gegen die Gruppenspiel gegen die Tschechen. Somit alleine für die Entscheidung gesorgt. Behalten die Scheibe in ihren Reihen, bleiben ruhig, werden wieder auf den richtigen Moment warten. Auch hier, wenn der Raum zu ist, nochmals abdrehen. Das machen die Spieler vom Duo Lutz Friedli, welcher hier heute wieder an der Bande stehen. Ganz gut. Schon gesagt, gestern ein wichtiger Beitrag hat sicherlich auch Pater Manfred dazu beigetragen, zu diesen tollen Erfolgen hier in Rana, welcher leider nicht hier anwesend sein kann, aber in der Vorbereitung ein ganz wichtiger Part übernommen hat. Jetzt wieder eine gefährliche 2-1-Situation, aber nicht zum ersten Mal. Blockt hier Dominik Brack einen Schuss, setzt sich mit vollem Körper ein hier für die Schweizer Nation. Und Sven Rjöck hat etwas geschmerzt hier den Schuss, das Schmerzen im Gesicht von Dominik Brack. Aber wie man ihn kennt, er wird durchbeißen. Es wird kein Problem sein für Dominik Brack hier sein, um weiterspielen zu können. Gespielt sind jetzt genau 7 Minuten in diesem großen Medaillengame. Bis auf 2-3 Situationen konnten die Schweizer die gefährlichen Aktionen der Tschechen unterbinden. In der Offensive waren sie bis jetzt noch nicht sehr aktiv tätig. Im Gruppenspiel hatten sie etwas die gefährlicheren Chancen als heute. Aber es ist dennoch genug Zeit vorhanden. Jetzt Schild Kästner vielleicht, bringt die Scheibe auf Tor, gefährlicher Abpraller. Und jetzt eine 2-2-Situation. Tscheche geht in Abschluss und ermöglicht es nun jetzt den Schweizern zu einer 2-1-Situation. Lukas Harder
Aber hier kommt Sven Rohner nicht ganz an den Abpraller ran. Die beiden gefährlichsten Stürmer momentan der Schweizer auf dem Feld. Beide mehrfachen Torschützen in diesem Turnier. Zu reparieren beim Torhüter der Tschechen. Er hat eine sensationelle Partie gespielt gegen Frankreich. Es war wirklich in dieser tschechischen Mannschaft herausgestochen. Konnte die Franzosen mal für mal zur Verzweiflung treiben. Es hat dann am Schluss doch nicht ganz gereicht. 2:1 verloren die Tschechen gegen Frankreich in der Gruppenspiel. Timeout von Tschechien. Die Spieler machen sich langsam wieder bereit. Die Spiele sind gut 8 Minuten hier in Rana. Beim Bulli 0-0, Sodermatt. Verliert dies, aber Lukas Harter setzt gleich nach und kann die Scheibe wieder in Schweizer Scheibe bringen. Ja, jetzt Dominik Brack vielleicht. Ja, das war mal ein erster guter Abschluss der Schweizer. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Schweizer lassen sich Zeit. Jetzt kommt Marco Steger. Ein Tempovorstoß, da kommt er vorbei. Das gibt ihm jetzt Raum. Auch er schon dreifacher Torschütze an dieser Europameisterschaft. Hat einen guten Schuss. Jetzt aber kommt die erste heikle Situation auf die Schweizer zu. Es ist Lukas Harder, welcher auf der Strafbank Platz nehmen muss. Fabio Lutz verlangt hier noch eine Erklärung bei dieser Strafe. Die kriegt er jetzt auch. Aber ändern wird sich an diesem Entscheid nichts mehr. Weiter geht's also in Unterzahl für die Schweizer. Marco Casanova verliert das Bulli. Hinten sind Fabio Vaschoni und Gilles Kessler, welche versuchen, hier das 0 zu halten. Jetzt vielleicht die Möglichkeit zu befreien. Gilles Kessler versucht es via Bande. Hat etwas Luft gegeben jetzt für die Schweizer. 30 Sekunden sind vorbei. Und jetzt ist es geschehen. 1-0.
Fast ziemlich genau, 10 Minuten sind gespielt und die Tschechen nützen ihr Powerplay aus. Eine neue Situation jetzt für die Schweiz im Rückstand gegen Tschechien. Das haben sie bis jetzt hier noch nicht erlebt. Mal schauen, wie die Tschechen sich jetzt verhalten, wenn sie einen Vorsprung verwalten müssen. Allgemein eigentlich bekannt, dass sie das eher ihnen entgegenkommt, als einem Rückstand nachzurennen. Sicherlich auch für die Schweizer jetzt eine Herausforderung. Aber es bleiben ja noch 30 Minuten. Die Chancen für die Schweizer werden sicherlich noch kommen. Erfolgreich. Für die Tschechen war die Nummer 26 Tomáš Straha. Den ersten Treffer erzielt und jetzt kann aber im letzten Moment, wenn ich das richtig gesehen habe, Dominik Brack klären. So, die Unterstützung ist wieder da. Die brauchen die Schweizer auch in dieser Phase. Kann sich der Tscheche durchsetzen, wo die Schweizer eigentlich zu zweit in der Ecke waren. Oder hat Nils nun vielleicht jetzt die Möglichkeit? Der Torhüter kann die Scheibe ablenken und es kommt zum nächsten Unterbruch. Jo, was schon erwartet, bis sich die Spieler in Position gebracht haben. Jetzt übernimmt Schildkästner, versucht hier Sven Rohner zu lancieren. Jetzt kommt der Druck der Tschechen, bringt die Schweizer hier schon unter Druck. Die machen auf jeden Mann Druck. Keine Zeit für die Schweizer. Jetzt vielleicht wäre da Platz. Genau. Gut gesehen. Dieser Schuss von Schildkästler etwas am Tor vorbei, aber die Schweizer bleiben im Scheibenbesitz. Fabio Vassoni ermöglicht es den restlichen Schweizern noch zu wechseln. Lukas Harder hat die Scheibe übernommen. Jetzt ist es Marco Steger. Und Dominik Brack übernimmt. Da kommen sie jetzt gut durch. Nils Odermatt versucht es aus Spitzenwinkel, aber wie gesagt, dieser Torhüter hat schon ganz gute Aktionen gezeigt an dieser Europameisterschaft. Sieht sich der Schweizer eigentlich gut an. Es fehlt einfach der, am Schluss in der Hälfte des Gegners kommen sie selten zu guten Abschlüssen. Hier ein etwas unnötiger Fehlpass. Jetzt sind die Tschechen vielleicht etwas unorganisiert. Fast wenn man da durchgebrochen wäre, hätte es eine gute Möglichkeit gegeben. Die Tschechen können dies unterbinden und sind nun ihrerseits im Scheibensitz. Das Geduldspiel wird sich jetzt wiederholen, nun auf der anderen Seite. Beide Mannschaften sind sich der Bedeutung dieses Spiels bewusst.
Jetzt aufgepasst, da braucht es einen Einsatz von Markus Steger. Gerade zum richtigen Moment noch gekommen. Gut gemacht hier. Dominik Brack spielt hier souverän hinten hinaus. Auch von ihm eine starke Europameisterschaft. Es sind noch 5 Minuten zu spielen in dieser ersten Halbzeit. Sieht nach dem erwarteten Geduldsspiel aus. Leider momentan mit dem falschen Resultat. Ah, dieses Zuspiel konnte Sven Rohner nicht erlaufen. Jetzt kommen die Tschechen. Zum Glück ein etwas gezerrtes Zuspiel. Auch hier Sven Rohner kann nicht ganz genügend Druck hinter diesem Zuspiel bringen. Gute Störarbeit hier von Marco Casanova. Welche die Tschechen wieder zwingt, hinter neu aufzubauen. Einen neuen Anlauf zu nehmen. Jetzt kommen sie durch. Gute Abschlussmöglichkeit. Ja, das habe ich zu Beginn des Spiels gemeint. Wenn sie den Raum vorfinden, wenn sie Platz haben für ihre Abschlüsse, dann sind sie stark. Das haben sie hier leider aus Schweizer Sicht wieder gezeigt. 4 Minuten oder fast 4 Minuten sind noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Neuer Spielstand 2:0 für Tschechien und Fabio Lutz hat sich entschieden, sein Timeout zu nehmen. Es fehlen die gefährlichen Toraktionen der Schweizer, sie kommen nicht zu gefährlichen Abschlüssen. Sie behalten zwar Geduld, sie bleiben ruhig, aber es fehlt etwas in der gegnerischen Hälfte. Müssen sie sicherlich eine Lösung finden, um da durchzukommen. Aber 2 Tore, das ist machbar. Es verbleiben ihnen noch 24 Minuten. So, die Schweizer haben neuen Mut gefasst. Es geht wieder weiter. Mit dem neuen Spielstand von 2:0 für Tschechien. So, jetzt vielleicht die Chance. Markus Steger, aber zu zentral auf den Torhüter. Da muss man diesen Torhüter schon etwas mehr fordern. Aber trotzdem gut, dass die Schweizer mal zu einem guten Abschluss kommen. Sie brauchen diese Erlebnisse, um daran zu glauben zu können, in diese Position zu kommen. Wie gesagt, in den ersten 15 Minuten zu wenig Aktion in der Offensivzone. Der Abschluss fehlte meistens. Nur wenig Scheiben fanden den Weg bis aufs Tor von Daniel Huff beim Tschechen im Tor.
Ja, die Tschechen lassen sich natürlich jetzt auch Zeit. Sie sind nicht unter Zeitdruck. Schönes Zuspiel, wieder dieser freie Platz. Zum Glück etwas aus weiterer Distanz. Aber diese Räume gilt es zu schließen. Ansonsten werden die Abschlüsse, welche aufs Tor von Sven Rüegg kommen, gefährlich sein. Hat man jetzt schon gesehen. Noch 2 Minuten und 28 Sekunden zu spielen in der ersten Halbzeit. Agieren hier Sven Rohner zusammen mit Dominik Meyer in der Offensive. Hinten haben wir Fabio Vastroni und Gilles Kessler. Scheibe ist noch frei, jetzt kann sie Sven Rüegg unter Kontrolle bringen. Noch 1,37 nach 2:0 für die Tschechen. Und Nils Odematz mit einem Anlauf. Dominik Brack übernimmt. Bringt Ruhe ins Spiel. Marco Steger kommt, übernimmt jetzt Platz. Schöne Kombinationen. Aber sie brauchen den Puckbesitz in der gegnerischen Zone. Sie brauchen Abschlüsse. Das hat hier auch Nils Odermatt so gesehen. Sein Backhand-Versuch geht am Tor vorbei. Aber solche Aktionen brauchen die Schweizer mehr. Sie müssen die Scheibe aufs Tor bringen. Jetzt ein kleiner Energieanfall. Und die erste Unsicherheit beim Schuss von Dominik Brack von Daniel Huf im Tor der Tschechen. Und wie gesagt, solche Abschlüsse brauchen die Schweizer mehr. Ansonsten wird man keine Tore erzielen können gegen die Tschechen. Noch 30 Sekunden, jetzt vielleicht nochmals ein Abschlussversuch. Lukas Harder kommt hier aber am tschechischen Verteidiger nicht vorbei mit seinem Abschlussversuch. Jetzt nochmals. Und auch der Abschluss von Marco Steger geht am Tor vorbei. Aber jetzt die letzten 1-2 Minuten, doch mit 2-3 guten Abschlussmöglichkeiten. Hoffen wir, dass sie diesen Mut mitnehmen in die zweite Halbzeit. Hier ist die erste Halbzeit in diesem Moment. Vorbei, 2:0 für Tschechien. Es geht in die 5-minütige Verlängerung und wir sehen uns anschließend wieder zur zweiten Halbzeit zwischen Tschechien und der Schweiz im Bronzemedaillenspiel der U18-Europameisterschaft hier in Roana. Thank you.
So, wir sind wieder zurück. 2:0 steht es also für die Tschechen. 2 Tore gilt es für die Schweizer aufzuholen. Man ist sich hier einig in der Halle. Es braucht mehr Druck, es braucht mehr Mut der Schweizer in der Offensive. So, erstes Bulli gewonnen, Dominik Brack. Zweiter Anlauf. Jetzt übernimmt Marco Steger. Jetzt ein Abschlussversuch von Marco Steger. Gleich nachsetzen. Dominik Brack versucht hier die Scheibe zu halten und genau das ist ihm auch gelungen. Diesen Mut braucht es. Diesen Mut, auch in der Offensive mal etwas bewegen zu können. Hat etwas gefehlt in der ersten Halbzeit. Jetzt aber Platz. Scheibe kommt zu einem Tschechen, aber die Schweizer kann mit Dominik Brack die Scheibe wieder erobern. Versucht hier Marco Steger zu lancieren. Etwas zu steil geraten dieses Zuspiel. Jetzt hier wieder den Raum schließen, bevor es gefährlich wird, wollte ich sagen. Und das wurde es auch. Hier. Jetzt auf der anderen Seite. Die Schweizer setzen da gut nach. Ja, solche Aktionen brauchen wir doch. Dann ist da noch was drin in diesem Spiel. 2:0. 1,5 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Aber die letzten 2 Minuten vor der Pause und jetzt auch nach der Pause haben doch mehr Druck gebracht. Das lässt sich etwas positiver ansehen. Das macht etwas Mut für die restliche Spielzeit. Da reklamieren die Tschechen eine Strafe, aber der Schiedsrichter lassen weiterlaufen. Wieder hier Sven Rohner gesucht. Dominik Meier versucht aufzurücken. Die Scheibe kommt zu Schiel Kessler. Jetzt die Chance, aber geblockt. Sven Rohner kann übernehmen. Zu Fabio Vagioni. Jetzt aber die Tscheche im Scheibensitz. Viel Tempo bringt hier der Tscheche mit der Nummer 93 ins Spiel, Petr Dečky. Jetzt übernimmt die 24, Klauda. Er hat beide Tore gegen die Schweiz erzielt. Schön freigespielt zu uns. Da können die Schweizer einem Mann Danke sagen. Sven Rück hält die Schweizer im Spiel. Und gleich im Gegenzug fast ein Ablenker, welcher sehr gefährlich hätte werden können für das Tor der Tschechen. Aber wieder ist es Sven Rück, welcher mit dem Beinschoner zur Seite halbieren kann. Jetzt 2-3. Angriffe, welche hin und her gehen. Eigentlich beide Teams wollen dies eigentlich verhindern. Jetzt wieder etwas Platz, das sich hier den Tschechen öffnet. Kann durch Marco Steger geschlossen werden. Lukas Hager versucht hier den Tschechen unter Druck zu setzen. Oh, da war im letzten Moment noch der Beinschoner von Sven Rück zur Stelle. Da kann sich jetzt Sven Rück 2-3 Mal gut auszeichnen. Es braucht auch eine Top-Torhüterleistung, wenn man gegen die Tschechen etwas reißen möchte. Marco Steger versucht es. Es kommt zu einem Abpraller direkt für die Tschechen. Und im Gegenzug versuchen sie es mit einem Weitschuss, welcher ebenfalls geblockt werden kann. Und Lukas Harder versucht auf der Seite durchzubrechen. Bringt die Scheibe nicht vors Tor, aber Dominik Brack stark. Seine Scheibeneroberung und auch sein Zuspiel.
Chancen sind mehr da für die Schweizer. Sie mussten aber den Tschechen auch einige zugestehen. Aber vielleicht braucht es auch etwas mehr Risiko, um hier was bewegen zu können. Lukas Harder zielt hier am Tor vorbei. Sie haben mehr Anteile jetzt in der Offensive als in der ersten Halbzeit. Aber eben zum Glück war da noch Sven Rück. Sonst würde es jetzt auch schon mehr als 2-0 stehen. Die Schweizer müssen etwas Risiko eingehen. Es sind noch 15 Minuten zu spielen. Und nach wie vor 2-0 für die Tschechen. Oder Matt Nils alleine. Er wartet, bis er jemand mitnehmen kann. Jetzt kommt ein Tscheche, muss aufpassen. Gutes Zuspiel. Der tschechische Torhüter gibt die Scheibe gleich wieder frei, sodass die Tschechen im Scheibenbesitz sind. Hier auch Sven Rück. Gute Abwehr zur Seite. Auch immer wichtig, dass die Scheibe nicht vor dem Tor liegen bleibt. So, die Tschechen wieder im Scheibensitz, sie lassen sich Zeit. Sie haben sie im Gegensatz zu den Schweizern auch. Versuchen sich die Schweizer durchzuspielen und zum Abschluss kommt die Nummer 9 der Tschechen, einer der jüngsten Spieler bei diesem Turnier. So, ein Abschlussversuch von Gilles Kessler, leider nicht von Erfolg gekrönt, aber sie bleiben im Scheibensitz. Sven Rohner, jetzt Fabio Vajoni. Zu spielen noch gut 12 Minuten. Würde sich hier etwas Raum öffnen. Der Schuss von Gilles Kessler kommt zu einem Abpraller, welcher aber von Odermatt Nils nicht verwertet werden kann. Wieder ist es Gilles Kessler, welcher sich durchsetzt, versucht hier die Scheibe vors Tor zu bringen und es ist ein tschechischer Spieler, der die Scheibe fast aufs eigene Tor bringt. Lukas Harder, welcher hier die Scheibe in der Ecke holt. Aufgepasst auf einen möglichen Konter, kann gerade noch unterbunden werden von Dominik Brack. Jetzt vielleicht haben es die Schweizer mit einem sogenannten Bubentrickli versucht. Und Dominik Brack hält die Scheibe in Schweizer Besitz, jetzt aber mit einem ganz schlechten Zuspiel. Welches er aber gleich selber wieder korrigiert. Und jetzt Odermatt Nils mit dem Abschluss. Lukas Harder wäre hier fast für den Abpraller bereitgestanden. Solche Gelegenheiten müsste man vielleicht jetzt nutzen. Jetzt vielleicht eine Kontermöglichkeit. Kann hier der Tscheche diese bändigen? Nein. Auch hier, Odermatt Nils mit seinem Backhand-Versuch kommt nicht vorbei an der Nummer 1 der Tschechen, Daniel Huf.
Schön gespielt, der Tschechen. Aber Sven Rück erneut, welcher hier die Schweiz im Spiel behält. Und hier gefährlich, gefährlich. Die Scheibe kommt von Sven Rohner vors Tor. Und Dominik Meier hätte hier fast profitieren können. Leider nicht geglückt. Noch 10 Minuten bleiben den Schweizern, um diesen 2-Tore-Rückstand aufzuholen. Sie brauchen diesen ersten Treffer. Ich bin überzeugt, das würde nochmals Mut geben. Jetzt Scheibenbesitz für die Schweiz. Schild Kessler vielleicht. Nein, am Tor vorbei. Dominik Brack wartet, bis die Spieler gewechselt haben. So, jetzt ein erneuter Tempovorstoß. Ishoff von Markus Steger. Zurück zu Dominik Brack. Vielleicht auch mal die Gelegenheit für einen Weitschuss. Warum nicht? Markus Steger versucht es, aber die Schussbahn war zu diesem Zeitpunkt bereits gut besetzt durch einen tschechischen Spieler, welcher sich hier in den Schuss gestellt hat. Die Zeit läuft gegen die Schweiz. Markus Steger hätte hier fast Daniel Hufer erwischt im Tor der Tschechen. Dominik Brack ist hier gefordert. Schneller Gegenstoß eines Tschechen. Er kann die Scheibe erobern, lossiert gleich die Schweizer. Aber Lukas Harder mit einem etwas ungenauen Zuspiel. Wieder muss Dominik Brack hinten klären. Ja, erneut Dominik Brack gefordert. Auch hier kann er den gegnerischen Spieler blockieren. Aleš Petrus kommt hier nicht vorbei an Dominik Brack. Wie gesagt, die Nummer 9 mit Jahrgang 2001. Der jüngste Teilnehmer hier an diesem Turnier. Jetzt hier wieder an der Scheibe. Gut 8 Minuten zu spielen. Die Tschechen sind im Scheibenbesitz. Sie müssen natürlich nicht agieren. Es wären die Schweizer, welche hier Step drüber nehmen müssen. Jetzt etwas Platz für die Tschechen in der Offensive. Jetzt gefährlich. Gerade noch rechtzeitig konnten hier die Schweizer klären. Kessler versucht sich auf der Seite durchzudanken. Bringt die Scheibe vors Tor und Dominik Meier mit dem Abschluss bringt die Scheibe zur Mitte. Sven Rohner mit dem Stock nicht ganz an der Stelle. Die Schweizer wechseln wieder. Wieder neue Kräfte. Markus Steger bleibt hier hängen. Am Checken, wie dieser ebenfalls. Und jetzt, vielleicht kann hier eine 3:2 Situation entstehen. Der Abschlussversuch von Markus Steger misslingt. Jetzt wieder viel Platz. Noch abgelenkt diese Scheibe am Tor vorbei, aber zum Glück für die Schweizer. Aber eben die Zeit läuft. Die Zeit läuft. 6 Minuten und 45 Sekunden sind noch zu spielen. Und erneut ist es wieder einmal mehr Dominik Brack, welcher hier die Scheibe nach vorne bringt. Lukas Harder, jetzt vielleicht etwas Platz. Es folgt der Abschluss, aber Daniel Huf kann auch zur Seite abwehren.
fast hätte es hier jetzt noch einen Wechselfehler gegeben. Wenige Strafen in diesem Spiel. Das Spiel läuft flüssig. Schade vielleicht auch für die Schweizer, wenn man etwas mehr in die Zweikämpfe kommen würde, hätte man vielleicht auch die eine oder andere Powerplay-Situation sich erarbeiten können. Das hat bis jetzt sicherlich auch gefehlt. Die Schweizer haben nicht mehr viel Zeit. Sie müssen jetzt kommen. Jetzt eine Chance für seinen Runner, nach dem leichten Zuspiel der Schweizer. Aber erneut zu wenig Torgefahr. So, die Scheibe ist geblockt. Jetzt Tempo aufnehmen, Schill. Ja, genau, jetzt ist es da, 5 Minuten vor Schluss ist dieser erste Treffer da. Ich denke, er wurde noch abgelenkt, der Schuss von Gilles Kessler. Und das verspricht euch jetzt nochmals 5 spannende Minuten hier in Roana, 2:1. Die Schweizer sind endlich dran, lange hat es gedauert. Aber jetzt hoffen wir auf 5 spannende Minuten. Hoffen wir, dass sie diesen zweiten Treffer noch schaffen und sich so vielleicht in die Verlängerung retten können. Bulli ist gewonnen. Haben wir neuen Mut gefasst und es geht vorwärts mit Dominik Brack. Er trägt die Scheibe selbst nach vorne. Hier gibt Lukas Harder jetzt gleich Tempo drin. Ja, das habe ich schon früher im Spiel gemeint. Ein Treffer tut im Schweizer Spiel gut. Da ist wieder Überzeugung drin. Da ist wieder der Glaube dabei. Jetzt sind auch die Zweikämpfe wieder mehr hektischer und das kann dann auch mal zu einer Strafe führen, vielleicht zu einem Powerplay für die Schweiz, hoffen wir es. Die Scheibe ist in der gegnerischen Zone, jetzt aber kommt die Strafe zu Ungunsten der Schweiz. Oder Martins. Ein Check und gleich noch eine 10 Minuten Strafe wegen Reklamierens. Da hat Odomat Nils der Mannschaft keinen Gefallen getan. Schade, schade. Eine Strafe in der gegnerischen Hälfte und dann noch keine 10 Minuten. Strafe kassiert. Keine glückliche Aktion von Odomat Nils. Vier Minuten 22. Es gilt nun also, diese Situation zu überstehen. Beim ersten Mal haben es die Schweizer ja nicht geschafft. Mussten den ersten Treffer hinnehmen im Boxplay. Jetzt also da muss aber noch jemand jetzt auf die Strafbank, wenn ich das richtig sehe. Wenn da eine 2 Minuten und 10 Minuten Strafe ausgesprochen wird, müsste da noch kein Schweizer auf der Strafbank Platz nehmen. Momentan nur Odomat Nils auf der Strafbank. Jetzt gesellt sich Luca Müller auf die Strafbank zu Odomat Nils. Und jetzt also 2 Minuten überstehen für die Schweiz. Und dann hoffen wir, dass es dann zu einem Feuerwerk kommt in den Schlussminuten für die Schweiz. Aber jetzt eben zuerst 2 Minuten überstehen. Gegen die Tschechen kein einfaches Unterfangen. Und Sven Rüegg kann hier auch den Nachschuss des Tschechen abwehren. Noch oder 30 Sekunden sind überstanden von dieser Strafe. Und zu spielen sind noch knappe 4 Minuten. Uli verloren, Scheibenbesitzer Tschechen. Sie spielen hier keine Risikopässe, behalten die Scheibe in ihrem Sitz.
Die natürlich bereits froh, wenn die Zeit vorbeigeht. Jetzt die 26 von der Scheibe. Er hatte heute ja schon getroffen. Gute Aktion. Dominik Brack. Klasse Leistung von dieser EM von Dominik Brack. Mit diesem Zuspiel kann auch ein Tscheche nichts anfangen, auch wenn sie vielleicht technisch begabt sind. Solche Pässe sind dann natürlich sehr schwer zu kontrollieren. Jetzt Glück für die Schweiz, dass da eine abgeprallte Scheibe nicht kontrolliert werden kann von den Tschechen. Und erneut Dominik Brack. Im zweiten Anlauf kann er die Scheibe blockieren. Er wirft hier alles in die Waagschale. Trägt somit dazu bei, dass die Schweiz im Spiel bleibt. 2 Minuten 39 sind noch zu spielen. 17 Sekunden dauert noch die Strafzeit. Dann wird Luca Müller aufs Spielfeld kommen. Und dann hoffen wir, dass dann die letzten Minuten nochmals die Schweizer Druck machen können. Und in diesem Moment ist es soweit. Die Schweizer überstehen diese zweite Boxplay-Situation. Nochmals die Möglichkeit der Tschechen. Das Tor ist verschoben, das Spiel ist unterbrochen. Also, 2 Minuten 11 verbleiben. 2:1 für Tschechien. Timeout für die Schweiz. Sicherlich jetzt auch wichtig, den besten Spielern nochmals eine Pause geben zu können. Nochmals durchzuatmen, bevor es dann in die Endphase geht. Die Schweizer alles in die Offensive werfen müssen jetzt. Man wird sicherlich auch versuchen, zum richtigen Zeitpunkt noch Sven Röck durch einen fünften Feldspieler zu ersetzen. Es geht um die Bronzemedaille. Ein Treffer sind die Schweizer entfernt von der Verlängerung. Sie haben gezeigt, sie können mithalten mit diesen Tschechen. Zu Beginn in der ersten Halbzeit wahrscheinlich etwas zu wenig Mut in der Offensive. Aber er hat sich etwas gefangen und dank dem Treffer von Gilles Kessler sind sie wieder dran. Erneut Dominik Brack behält die Scheibe. So, jetzt geht die Scheibe in die Offensive. Lukas Harder. Die Scheibe wäre hier fast gefährlich vor das Tor gekommen. Der Schuss geht daneben. Es folgt ein Unterbruch. 1:34. Bleiben. Das Anspiel folgt in der Mitte. Also 94 Sekunden. Cyril Patz beim Bulli verliert dieses. Zeit läuft, 1:20. Jetzt Dominik Brack zuvorderst und das kann sich auszahlen. Er bringt auch, oder sorgt auch für Unruhe. Man braucht jetzt auch Dominik Brack in der Offensive, ganz klar. Jetzt ist Sven Röck draußen. Markus Steger versucht es. Wird zweimal geblockt. Jetzt schnell Druck auf den gegnerischen. Genau, Gilles Kessler macht das genau richtig. Kann die Scheibe wieder erobern. 45 Sekunden. Marco Steger. Und er sorgt für Unruhe vor dem Tor. Sie spielen noch 40 Sekunden. Nach wie vor 2:1. Jetzt aber die Schweizer mit einem Mann mehr.
Der Sven Rüegg hat einem fünften Feldspieler Platz gemacht. Also, die letzten 40 Sekunden. Gerade noch gestört. Sieht aber gleich anders. Jetzt eine Strafe angezeigt. Jetzt also ruhig bleiben, Schweizer, ruhig bleiben. Man braucht dieses Powerplay, die Strafe ist angezeigt. 29 Sekunden noch zu spielen. Hoffen wir, dass dies bei dieser einen Strafe bleibt. Das würde dann bedeuten 5 gegen 3 für die letzten 29 Sekunden. Mal schauen, was hier die Schiedsrichter entschieden haben. Also der Bandencheck, das Checken wird nur geahndet. Die Nummer 4, Josef Franec, muss hier raus. Eine 2-Minuten Strafe. Hoffen wir, dass es vorher zu Ende ist. Und zwar, dass die Schweizer erfolgreich sind. 5 gegen 3 für 29 Sekunden. Also, die letzte, allerletzte Chance jetzt für die Schweiz. Die Scheibe ist nicht in Kontrolle der Schweizer. 20 Sekunden. Jetzt, Marco Steger trägt die Scheibe nach vorne. 15 Sekunden. Es folgt der Abschuss. Knapp übers Tor. Ablenker auch. Und das war ein Lattenschuss. 9 Sekunden vor Schluss. Nochmals Abpraller. Nochmals sehr gefährlich. 3 Sekunden. Das ist es gewesen. Die Schweiz verliert 1:2 gegen Tschechien. Sie beenden diese Europameisterschaft auf dem unglücklichen vierten Rang. Schade. Aber da hat man nochmals in den letzten Sekunden gesehen, die Schweizer waren fähig, hier Druck zu erzeugen. Schade, schade. Aber man muss das Ganze rückblickend betrachten. Die Schweizer haben eine gute Europameisterschaft gezeigt. Sie haben zweimal Tschechien stark gefordert. Einmal gab es einen knappen Sieg, jetzt eine knappe Niederlage. Das zeigt, die Schweizer sind mit den Tschechen auf Augenhöhe. Jetzt hat es im entscheidenden Spiel leider nicht ganz gereicht. Sicherlich eine Enttäuschung für die Schweizer. Sie haben sich erhofft, hier die Bronzemedaille zu erkämpfen. Die Chancen waren da. Die Leistung hat über weite Strecken gestimmt. Zu Beginn vielleicht etwas zu zaghaft, zu zögerlich. Aber der vierte Platz wird im Nachhinein sicherlich betrachtet eine zufriedene Leistung. Wenn man die Leistung betrachtet, kann man zufrieden sein. Das Resultat, schade, dass es nicht zur Bronzemedaille gereicht hat. Aber man muss auch wissen, man hat gegen Tschechien verloren. Das ist nicht irgendein Land im Inline-Hockey, sondern das ist eine sehr, sehr starke Nation. Die Schweiz hat mitgehalten, es hat nicht ganz gereicht. Also vierter Platz für die U17. Die nächste Chance für die Schweiz zu einer Medaille kommt im nächsten Spiel. Es folgt anschließend das große Spiel bei den Damen. Es treffen da die Schweizerinnen auf Lettland. Sicherlich in diesem Spiel gehen dann die Schweizerinnen als Favoriten ins Spiel. Wir werden es sehen. Ich verabschiede mich für dieses Spiel. Wir sehen uns beim Bronzespiel der Damen. Bis dann.